Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, wir schnappen uns jetzt mal noch den Steinesammler. Und dann gehen wir zur Feld 43, 49. Und dort werden wir ganz gemütlich ein paar Steine noch sammeln. Weil die 39 wird ja gegrubbert. Upsala. Starke Kurvenfahrt. Ich würde sagen, ich fahre selber mal hoch an das Feld. Und dann können wir ja auch schon mal spulen. Im Dezember. Weil wir brauchen ja nicht unbedingt hier beziehungsweise Hefe in die Brauerei könnten wir auch bringen. Aber wir brauchen ja hier nicht unbedingt warten, bis wir das jetzt gemacht haben. Weil diese Arbeiten, Steine sammeln und pflügen, können wir ja auch schön über den Winter machen. Dass wir da einfach auch nochmal ja, zeitlichen Gewinn bekommen. Ja, dann im Frühjahr wird dann die Insel oben gekauft. Komplett. Und dann werden die Felder oben auch zusammengelegt. Können wir halt nur hoffen, dass auch was Gutes da angepflanzt wird. Was uns, glaube ich, 9,1 Millionen, was uns das dann kostet. Da oben. Ah, vielleicht so 5 Millionen nochmal in Fuhrpark investieren, dann hätten wir noch 2 Millionen Kapazität für, ja, für unsere Produktion. Dann schauen wir einfach mal, wie wir da hinkommen. Können wir auf jeden Fall noch die Hefe in die Brauerei bringen. Und der Rest wird jetzt peu à peu fertig werden. Also, was heißt fertig werden? Auslaufen. Und ja. Aber hier können wir auch noch einige Produktionen dann hinbauen, beziehungsweise die nicht Gewächshäuser, Obstplantagen. Und da habe ich vielleicht vor, sogar auf die zu gehen, ne? Weil das sind 6 Stück. Okay, es wären 3 Millionen. Ja. 3 bis 4 Millionen hätte ich gerne noch in den Fuhrpark gesteckt. Und dann den Rest in die Produktion. So, dann sind wir jetzt hier auch schon am Feld. Angelangt, sehr schön. Hat er gar nicht mal so lange gedauert. Bahnen, er nimmt das ganze Feld, das ist sehr gut. Darf er generieren. Hat er gemacht. So, dann müssen wir hier natürlich speichern. Oh, Grubern. Sehe ich gerade einen Schreibfehler. Das war ja die Steine sammeln. Sammeln. 9 Meter. So, wenn wir gerade hier schon drin sind, dann hätte ich gerne den Eintrag umbenannt. Und zwar in Grubbern. Grubbern. Unterstrich. Pflügen. 12 Meter. Genau. Der darf dann am ersten Wegpunkt loslegen. Da kann er dann auch mal hinfahren. Dann macht er wenigstens nichts anderes. So. Genau.
Zack, zack. Suche es den LKW. Wir fahren jetzt erstmal los und holen oben an der am Labor holen wir dann die Hefe. Dann fahren wir sie in die Brauerei und dann haben wir das auch schon erledigt. Deswegen kann ich jetzt mal die Zeit schneller stellen. Ja, das könnte theoretisch auch mal noch abholen. Aber egal. So, wir fahren jetzt erstmal ans Labor. Dann müssen wir halt vielleicht auch mal überlegen, ob wir noch die Hefe wieder produzieren. Dann überlegen wir uns, ob wir noch die Hefe produzieren. Oh. Ja, der Anhänger, den kann man natürlich zurückgeben. Den Anhänger, den können wir zurückgeben. Das passt. So, ist zurückgegeben. Ah, gut, dass ich es jetzt noch gesehen habe. So, sind wir schon wieder bei der Zuckerfabrik. Beziehungsweise am Labor, wo ich ja hingewollt habe. So. Oh. Ja, einmal Gas mit Bremse verwechselt. Aber zum Glück ist ja nichts passiert. Steht auf Europaletten. Sehr schön. Labor. So, Hefe. Achso, ja, wir haben ja nicht mehr viel Hefe da, ne? Ach, die haben wir doch bestimmt im Lager. Ah, Mist. Die haben wir doch bestimmt im Lager. Dann habe ich mich jetzt vertan. Ja, 160.000 haben wir im Lager. Wie viel passt denn in die Brauerei rein? 100.000. Mann, 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 Mann. Das ist richtig doof gelaufen. Aber gut, so haben wir wenigstens eine kleine Map-Rundfahrt noch gemacht. Eieieiei. So. Das heißt, wir fahren runter, holen die Hefe, also 19 Paletten kann ich ja laden. Oder? Ja, 19 kann ich laden. Von, was sind das, 180, 40, 32. 32 Paletten haben wir. Davon hole ich 19. Nein, halt. Es sind ja knapp 90.000, wo fehlen. Ich hole 17 Paletten von 32. Uiuiui. Nehmen wir hier die Abkürzung, wo wir uns ja da gebaut haben. So. Einmal schön hinstellen. So. Passt. Na, wird schon passen. Hoppala. Eieiei. Speedrunner. Hefe, Hefe, Hefe. Wo haben wir denn die Hefe? Da haben wir die Hefe. So, das ist immer für 17 Paletten.
Jawohl. Eingestiegen. Ah, es geht jetzt schon in die Brauerei. Und dann freuen wir uns. So. Das ist herrlich. Kurve. Jawohl. Ja, ich hätte auch wieder zwischen 23 und 24 durchfahren können. Aber muss denn das sein? So, aber. Wenn dann die Brauerei mit Hefe versorgt ist, dann ist er erstmal wieder versorgt. Gut, wir haben ja aktuell Feuer auf allen Töpfen in der Brauerei. Aber ist ja auch gut so. So. Ich glaube, ihr hier gerade der Erste. Nein. Ist es ja der Zweite. Ja, sehr schön. So. Jetzt können wir hier schön sehen, wie es nach oben geht. Ah, ist das herrlich. Hefe komplett rein, passt. Lass hier den LKW kurz stehen. Und jetzt spulen wir ein bisschen schneller. Dann haben wir gleich die Malzfabrik, wo wir eine Sparte wieder abschalten können, und zwar die Gerste. Roundabout. Ja, um 19 Uhr. Plus minus. Ja, können wir hingehen bei 18 Uhr und dann beenden. Oder pausieren, anhalten. Nennt sie, wie es wollt. Eier am Edeka, ja, schön. Brauchen wir jetzt aber nicht mehr dran denken. So, haben wir noch eine Stunde. Dann können wir da Malzfabrik die Gerste deaktivieren. Zack, haben wir deaktiviert. Dann kommt ja natürlich noch, oder das heißt natürlich, dann kommt jetzt auch gleich noch die Raffinerie. Da sehen wir hier ist relativ wenig. Ja, zumindest hat es mal ein bisschen gehalten, ne? Zumindest mal ein bisschen. So, da können wir jetzt eigentlich auch gleich schon deaktivieren. Noch 1,5 Stunden. Ja, jetzt deaktivieren. Passt. Und ja, in 4 Stunden. Ja, 3 Uhr nachts ist dann wieder die Malzfabrik dran. Und zwar mit Hirse. Haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen was bekommen. PGA Mist, ja. Sorghumhirse. Es schneit sogar. Sehr, sehr schön. So, jetzt können wir, glaube ich, deaktivieren. Zack. Passt das. Fischer hätte gerne Leerpaletten. BGA hätte gerne Mist.
aktuell ist das alles, was wir zu tun haben. Ja, das ist ja sehr gut. Das ist sehr gut. So. Bis um 7 oder 8 Uhr, denn so wieder relativ hell wird. Aber es bleibt wirklich relativ überschaubar, was wir da zu tun haben. So, mit der Zeit wieder runtergegangen. Wie sieht denn das eigentlich aus bei den Kühen? 1,2 Millionen nur noch. Kapazität vom Futter. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.